Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen zu einem Video, in dem ich über mein Lesejahr 2018 resümieren möchte. Es soll nicht so sehr um Statistiken gehen, sondern ganz im Gegenteil soll es hier thematisch rund ums Buch gehen. Was habe ich dieses Jahr gelesen? Was hatte ich vielleicht für Lesevorhaben und habe ich diese umgesetzt? Wie geht es meinem Stapel ungelesener Bücher? Was habe ich dieses Jahr Neues ausprobiert? Oder bin ich einfach in meiner Komfortzone geblieben? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Und um es euch ein wenig leichter zu machen, findet ihr unten in der Infobox auch Zeitstempel, falls euch manche Themen mehr oder auch weniger interessieren. Ich beginne eindeutig mit meinem Lesejahr insgesamt, wie ich das empfunden habe, was mich thematisch besonders so ein bisschen umgetrieben hat und was sich so abgezeichnet hat, was ich auch in Zukunft lesen möchte. Mein Lesejahr lief insgesamt sehr gut. Ich hatte mir eine bestimmte Anzahl zum Beispiel auf Goodreads gesetzt, wie viele Bücher ich auf jeden Fall schaffen möchte. Da bin ich jetzt schon weit drüber und bin insgesamt auch mit der Art der Bücher und mit ihrer Qualität sehr zufrieden. Es gab natürlich immer mal wieder den ein oder anderen Ausreißer. Wird es wahrscheinlich jedes Jahr geben. Es wird immer Bücher geben, bei denen ich mir denke, die könnten dir doch gut gefallen, Sophie. Und dann greife ich so völlig daneben, weil es eben doch nicht das richtige Buch für mich ist. Aber das sind so selten vorkommende Ereignisse, dass es eigentlich nicht so stark erwähnenswert ist. Aber falls mich ein furchtbares Buch begleitet hat, dann habt ihr das meistens in meinen letzten Lesewochen oder Leseeindrücken gesehen, weil ich mich dann sehr darüber aufgeregt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Lesejahr eigentlich nicht großartig anders gestaltet habe als meine Lesejahre davor. Ich habe meinen bestimmten Fokus beibehalten, dass ich weiterhin deutschsprachige Gegenwartsliteratur sehr favorisiere. Ich habe mein Jahr zum Beispiel mit Juli C.'s Unterleuten gestartet, was für mich ein hervorragender Start war, und es ging dann eigentlich auch so weiter, und ich dachte schon so ab Ende Januar, dass es sich doch abzeichnet, dass dies mein Jahr wird, in dem ich fast ausschließlich nur deutsche Gegenwartsliteratur lese. Aber dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, lustigerweise. Die deutsche Gegenwartsliteratur ist geblieben. Es kamen aber dann viele andere Themen dazu, bei denen ich dann aufgehorcht habe und dachte, da willst du mehr lesen. Und eines dieser großen Themen sind die alten Russen gewesen, die ich, glaube, im letzten Jahr etwas vernachlässigt habe, so ein bisschen zugunsten anderer Klassiker und auch Thomas Mann zum Beispiel. Ich hatte auf meinem Stapel ungelesener Bücher allerdings noch drei Werke von alten Russen, die schon sehr lange darauf liegen und die ich dieses Jahr endlich gelesen habe und die ich auch allesamt extrem gut fand und bei denen ich es so bedauerlich finde, dass ich jetzt so lange dafür gebraucht habe, um sie endlich mal zu lesen. Angefangen habe ich zum Beispiel im Januar mit Anton Tschechows Die Dame mit dem Hündchen. Das war eine Erzählsammlung. Dazu gibt es auch ein einzelnes Video, in dem ich mich einfach begeistert gezeigt habe von Tschechow und wie seine späten Erzählungen gelungen sind. Ein Mensch, der das gesamte russische System nach Abschaffung der Leibeigenschaft kritisiert und das auf eine grandiose Art und Weise und auf einem Schreibstil, der einen einfach in diese Erzählung auch hineinzieht und einem das offenbar macht, was für Missstände da geherrscht haben müssen zu der Zeit. Danach habe ich mich noch am letzten Roman von Lev Tolstoi ausprobiert, und zwar war das Auferstehung. Der ist, glaube ich, neben Anna Karenina und Krieg und Frieden gar nicht allzu bekannt, schildert aber ein großartiges Schicksal einer Prostituierten und eines, ich glaube, Landadligen, der eigentlich schuld an ihrem Unglück ist. Und bei Tolstoi treffen mich die Liebesgeschichten und dann diese gesamte Kritik, die auch er am russischen System übt, immer sehr stark. Und ich glaube, auch bei diesem Buch war ich emotional extrem involviert und habe aber auch viel über Tolstoi gelernt und ging nicht immer konform mit seinem moralischen Zeigefinger, den er in diesem Roman ganz besonders stark erhoben hatte. Aber ich meine, dass man in diesem Buch nochmal viel über den späten Tolstoi lernt. Und das ist ganz viel wert, wenn man den Jüngeren auch schon mochte. Danach habe ich auch endlich mein Sorgenkind bei den alten Russen mal vom Stapel ungelesener Bücher befreien können, und zwar Fjodor Dostojewskis Der Idiot. Das habe ich allerdings als ein 36-stündiges Hörbuch gehört und nicht gelesen, aber nachdem ich es gehört hatte, war ich mir sicher, dass dieser Roman unbedingt auch nochmal gelesen gehört. Also das ist für die nähere Zukunft durchaus auch nochmal geplant. Ich kann absolut nachvollziehen, warum das der Lieblings-Dostojewski von ganz, ganz vielen ist, weil dieser Fürst Mischkin und seine traurige Geschichte, die er da erlebt in St. Petersburg, nachdem er jetzt gerade aus der Schweiz zurückkommt und eigentlich von Epilepsie geheilt sein sollte, und diese Gesellschaft bringt nur alles Schlimme wieder hervor, was er eigentlich versucht hat zu therapieren. Einfach großartig, entlarvt diese schlimme Gesellschaft, zeigt einen interessanten Dostojewski, der verschiedene Erzählstile zu vermengen weiß. Also der Roman ist ja ungefähr in vier Teile aufgeteilt, und der erste spielt zum Beispiel allein an einem einzigen Tag. Und dann kommen aber später sehr viele Orts- und Personenwechsel dazu, die es ein bisschen spannender und interessanter noch machen. Ein Buch, das mich allein durch seinen Erzähleinstieg sehr begeistert hat und bei dem ich jetzt froh bin, dass ich endlich diese Hürde mal überwunden habe, es wirklich von Anfang bis Ende zu lesen bzw. zu hören, was eine sehr gute Entscheidung war. Ich habe auch das Jahr nochmal zu Tolstoi gegriffen, nämlich kam mir sein Krieg im Kaukasus unter, eine Neuübersetzung seiner kaukasischen Erzählungen, also wo es einfach darum geht, dass der junge Tolstoi einst mitten in diese Kriegswirren von Russland mit dem Kaukasus
gezogen ist und seinen Bruder da begleitet hat, der beim Militär war. Das sind somit seine ersten schriftstellerischen Zeugnisse, bei denen er dann begriffen hat, dass er dazu geboren ist, Schriftsteller zu werden und jetzt endlich weiß, was seine Themen sind, über die er schreiben kann. Auch wenn das jetzt kein gigantischer Stapel ist an russischer Literatur, die ich da gelesen habe, ist es doch enorm im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen ich ein wenig vermieden habe, diese Werke zu belesen. In den letzten Jahren habe ich auch relativ viel gelesen, was aus dem Reklamverlag stammte, aber vor allem die ganz schmalen Bändchen, die ich so besaß. Und ich hatte unter anderem noch 4, die etwas mehr Umfang haben. Und auch bei denen bedauere ich es, sie erst jetzt gelesen zu haben, aber vielleicht habe ich sie auch jetzt erst so richtig genossen. Darunter war zum Beispiel E.T.A. Hoffmanns Nachtstücke, da wollte ich mal meine Bildungslücke zum Sandmann schließen. Unfassbar gut. Dann kam mir auch das Nibelungenlied nochmal unter, das hat mich direkt ins erste Semester Germanistik zurückgeworfen und hat mich unglaublich erfreut. Und auch mal ein Versepos zu lesen, mal aus dieser normalen, modernen Prosa rauszukommen und wieder so zu den Ursprüngen zurückzukehren, was das Erzählen angeht. Auch sehr großartig. Ich habe auch festgestellt, dass ich im Studium tatsächlich den gesamten Inhalt dieses Nibelungenlieds hätte wiedergeben können. Denn auch hier hat mich eigentlich nichts überrascht, was passiert ist. Das kannte ich alles schon. Aber hier ging es mehr darum, nochmal das Wie und die Art des Schreibens im Mittelalter kennenzulernen. Unter anderem las ich auch den ersten weiblichen Roman des 18. Jahrhunderts. Und das war Sophie von La Roches, das Fräulein oder die Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Eine Liebesgeschichte, die dem Werther ganz ähnlich ist. Nicht ganz so enorm ähnlich, eher was die äußere Form angeht. Das ist nämlich ein Briefroman. Sophie von La Roche schreibt über eine sehr starke Protagonistin, die natürlich immer noch so an die Zwänge ihrer Zeit gebunden ist, also die nicht vollkommen daraus entfliehen kann, die aber einen sehr privilegierten Status besitzt, die sich aber auch gegen alles wehren kann, was so auf sie zukommt. Und da steckt aber trotzdem, glaube ich, für heutige Verhältnisse schon ein ordentliches Portionchen Kitsch drin. Und genauso ist es auch mit dem dänischen Klassiker Nils Lynje von Jens-Peter Jacobsen, was prinzipiell exakt dieselbe Geschichte erzählt, nur mit einem jungen Maler, der sich unsterblich verliebt, meistens in ältere Frauen und der irgendwie nichts in seinem Leben so richtig gebacken kriegt. Und als er dann erwachsen wird, sehnt er sich immer an seine unbeschwerte Jugend zurück. Das zieht einen so melancholisch mit hinab. Im Gegensatz zum Fräulein von Sternheim ist Nils Lynje einfach so dazu verdammt, kein schönes Leben zu haben. Egal, was ihm widerfährt, es führt nur dazu, dass es ihm noch schlechter geht. Aber es ist definitiv eine Lektüre, die ich unbedingt nachholen wollte und die mich dann doch begeistert hat. Also, alte Russen und Reklam waren auf jeden Fall schon mal sehr wichtige Aspekte in meinem Lesejahr. Ein Thema, was ich sehr gerne noch weiter verfolgt hätte, war das Lesen von Sachbüchern. Das habe ich am Anfang des Jahres eigentlich ganz gut angeschubst, aber dann habe ich es etwas aus den Augen verloren. Nichtsdestotrotz wirken diese Sachbücher gerade vom Anfang des Jahres noch extrem nach. Unter anderem habe ich mich ja zum Beispiel mit den Bauhausfrauen beschäftigt. Nächstes Jahr ist ja auch das Bauhaus-Jubiläum 2019. Genauso habe ich mich dann mal an dieser 50-Klassiker-Reihe von Anaconda versucht und habe mich zu berühmten Frauen belesen. Natürlich ist das Werk schon etwas älter, das heißt, wir haben hier natürlich hauptsächlich aus dem europäischen Raum stammende Frauen. Ich glaube, so die letzten Figuren sind irgendwie Madonna und Mutter Teresa. Also das braucht dringend eine Erneuerung. Und heutzutage sind vermutlich auch ganz andere Frauenfiguren noch wichtiger für uns. Und da gibt es auch mittlerweile so viele Publikationen, bei denen man sich noch mehr bereichern kann. Aber das war für mich als Einblick sehr gut, weil hier vor allem auch viele Schicksale und Frauenbiografien drin waren, die ich noch gar nicht kannte, die mir völlig unbekannt waren. Da konnte man seinen Horizont wirklich sehr gut erweitern. Und ein Buch, was ich einfach nur genossen habe, ob seines Humors, ob seiner lehrreichen Art, war How to Write Like Tolstoy von Richard Cohn. Das habe ich schon so lange im Blick. Das stand immer ganz prominent im English Bookshop bei Dussmann rum und irgendwann habe ich es mir dann einfach ziemlich spontan gekauft und dachte so, liest das jetzt, Sophie. Das ist ein Buch, das sie bestimmt noch ganz viel übers Schreiben beibringt. Es ging mir dabei nicht so sehr, hieraus zu lernen, wie ich selber zu schreiben habe, sondern es geht in diesem Buch vor allem um diese ganzen Macken, die Schriftsteller haben, wie sie schreiben, über was sie schreiben, in welchem Modus sie sein müssen, um das perfekte Buch zu schreiben und welche Schriftsteller sich alle untereinander nicht leiden können, wie diverser Macken. Das war einfach genial. Ich glaube, von dieser Art von Sachbuch gibt es auch noch deutlich mehr und da werde ich mich, glaube ich, in Zukunft sowieso noch weitgehend belesen. Ansonsten kann ich, glaube ich, sagen, ich habe mich ziemlich in meiner kuscheligen, warmen Komfortzone befunden im Jahr 2018. Ich bin da kaum rausgegangen und habe jetzt gedacht, boah, ich probiere es jetzt mal wieder mit Genre-Literatur. Das ist eigentlich gar nicht vorgekommen, weil ich mir tatsächlich ein paar mehr Enttäuschungen ersparen wollte. Mittlerweile fände ich es, glaube ich, okay, wenn ich mal wieder was anderes lese. Also ich habe zum Beispiel schon seit 2 Jahren auf meiner Wunschliste einen japanischen Autor, der hauptsächlich Krimis schreibt. Ich glaube, Kigo Higashino spricht man ihn ungefähr aus. Wahrscheinlich komplett anders. Ist auch egal. Jedenfalls, das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, auch meinen Horizont durchaus noch ein bisschen zu erweitern. Ich weiß, es gibt Themen, da möchte ich so unfassbar viel und in die Tiefe lesen. Bei anderen möchte ich eigentlich überhaupt erstmal anfangen. Und dieses Jahr habe ich nicht so viel anfangen gewagt, sondern eher das vertieft, was ich schon kenne und mich in der Literatur wohlgefühlt, die mir auch sonst Wohlbehagen beschert hat bisher.
Und ich glaube, daran ist auch nichts verkehrt, wenn ich mich von Büchern ferngehalten habe, von denen ich noch nicht so zu 100% überzeugt war. Kommen wir zum nächsten größeren Thema, und zwar dem Stapel ungelesener Bücher. Das ist, glaube ich, seit ich BookTube mache, schon immer ein Riesenthema gewesen. Da wird sich gestritten um einen kleinen, einen großen Stapel ungelesener Bücher. Für mich war die Diskussion nicht immer so maßgeblich entscheidend. Für mich war aber wichtig zu sehen, ich möchte eigentlich keinen riesigen Stapel haben. Und ich hatte zum Beginn des Jahres jetzt noch einen Stapel ungelesener Bücher von 53 Büchern. Mittlerweile ist der bei unter 20 gelandet. Ich weiß, Weihnachten kommt noch. Ihr werdet mich jetzt alle auslachen. Aber ich fühle mich mit diesem kleineren Stapel sehr viel wohler. Und ich möchte tatsächlich auch 2019 mal den Status 0 erreichen. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, wenn ich keine ungelesenen Bücher mehr habe. Dann sind garantiert sehr viele Bücher hier, die ich nochmal lesen kann. Bei meinem Freund sind noch sehr viele ungelesene Bücher, die ich lesen kann, und bei meinen Eltern hier in den Regalen auch. Also es ist vollkommen unproblematisch, diesen Status einfach mal erreichen zu wollen, aber ich schätze, das ist realistisch zu sehen bis Mitte des nächsten Jahres. Da freue ich mich eigentlich drauf, das mal zu erfahren, wie das sein wird. Also ich möchte das Gefühl mal haben, wie das ist, und dann gucken, wie ich mich von da an wieder so dosiere, wie hoch er denn sein soll, der Stapel. Also einfach einmal Tabula Rasa machen und dann einfach mal schauen. Nächstes Thema. Ja, vermutlich gemerkt, dass es 2018 bei mir relativ gut losging, was so die Videos anging, und dann kam wieder eine relativ lange Videoflaute. Das ist tatsächlich so dem sehr vollen Sommersemester geschuldet gewesen, und dass dann eben die Möglichkeit mit dem Volontariat kam, ist mir tatsächlich schwer gefallen in der Zeit, in der ich halt sehr viel, ich musste das Sommersemester eben auch sehr schnell dann zum Ende bringen, weil das Volontariat schon sehr viel früher angefangen hat, und da kamen noch alle Prüfungen dazwischen, noch alle Abgaben, und dann habe ich eigentlich versucht, alles nur zu einem sehr guten Abschluss zu bringen und habe zwar viel gelesen, aber ich habe keine Videos mehr gedreht. Man darf sich da nichts vormachen. BookTube ist sehr zeitaufwendig. Es macht große Freude. Also ich sitze hier auch gerade und bin begeistert, dass ich über Bücher sprechen kann. Es haben in den letzten Monaten und Jahren auch sehr viele BookTuberinnen aufgehört, die ich sehr bewundert habe und deren Videos ich immer sehr gern geguckt habe. Und immer wenn ich deren Videos gesehen habe, dann hat das so automatisch wieder Lust gemacht, mehr zu machen. Und dann hatte zum Beispiel jetzt auch, ich glaube, durch ihren Umzug bedingt Literaturlärm eine längere Pause. Und da hat es mich dann auch nicht so mehr motiviert, viele Videos zu machen. Also ich vermisse immer noch Lottekins Bücher, ich vermisse Winky Books, ich vermisse Vilja, alle, die richtig großartige Videos gemacht haben, die jetzt nicht mehr auf BookTube existieren. Das ist so traurig für mich, und ich denke mir immer, ich fühle mich manchmal so alleine, dabei bin ich es absolut nicht. Wir sind mittlerweile so viele in diesem Bereich Klassiker lesen, Belletristik lesen, genrefreie Literatur lesen, Non-Fiction lesen. Eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren, aber ich funktioniere da offensichtlich so ganz komisch, und das tut mir leid, dass da dann meine Videos drunter leiden, beziehungsweise die dann gar keine sehen können von mir. Aber ich denke, das wird sich im nächsten Jahr noch deutlich ändern. Ich habe mittlerweile wieder ein paar mehr Pläne, was ich machen will. Vielleicht ist das jetzt auch gerade so diese Aufbruchsstimmung, weil das neue Jahr ansteht. Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls sehr viele Pläne mit diesem Kanal, mit meinen Videos, will da mehr ausprobieren. Das klingt jetzt total großartig. Eigentlich möchte ich mich nur in mein Schnittprogramm mal in Ruhe einarbeiten. Ich möchte ein bisschen was über Kamera, Technik und Beleuchtung lernen. Mehr ist das eigentlich gar nicht, weil ich mich, glaube ich, in den letzten 4 Jahren damit gar nicht befasst habe, weil ich dachte, das kommt schon so von selbst. Nein, kommt es nicht. Man muss das, glaube ich, an irgendeiner Stelle einfach in die Hand nehmen, ob man sich da professionalisieren möchte oder ob man immer das so ein bisschen laienhaft betreiben möchte. Und ich möchte es definitiv ein bisschen weiterführen. Nächstes Thema. Audible. Hörbücher. Größte Überraschung für mich dieses Jahr. Ich habe einfach Anfang des Jahres im Januar mal ein Audible-Probeabo abgeschlossen, habe mir das erste Hörbuch runtergeladen und war direkt begeistert von dieser Art des Lesens, des Vorlesens, wenn man es so sagen möchte. Ich habe nämlich in meinem Leben sehr viel Leerzeit, in der ich nicht lesen kann. Zum Beispiel Wartezeiten auf die Bahn, Spaziergänge, bei denen ich nicht unbedingt immer den Stadtlärm genießen muss. Hausarbeiten oder ähnlich. Und da habe ich bemerkt, wie großartig es ist, dann ein Hörbuch zu haben, das man einfach so im Hintergrund mithören kann, und man hat trotzdem was, was man aufnimmt, was eben aber auch keine Musik ist, weil ich merke, ich höre nicht so viel Musik am Tag, dass ich mich die ganze Zeit beschallen lassen möchte. Ich mag es dann sehr viel lieber, wenn mir vorgelesen wird. Ich hätte mich niemals für einen großen Hörbuchhörer gehalten, aber tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, von den vielen Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, hätte ich wahrscheinlich 15 weniger gelesen, wenn ich nicht Hörbücher gehabt hätte. Und das ist für mich gerade so ein großartiges Gefühl, dass ich Hörbücher endlich für mich entdeckt hatte. Bei Audible ist alles so unkompliziert, ohne da jetzt großartig Werbung für zu machen. Ich mochte es sehr. Ich habe da jetzt nur positive Erfahrungen mitgemacht. Auch wenn ich ein Hörbuch abgebrochen habe oder es mir nicht gefallen hat, ich habe es zurückgegeben. Ich konnte mein Guthaben nochmal neu einsetzen und habe mir dann ein besseres Hörbuch angehört. Es war alles so unproblematisch. Also, wenn ihr einfach mal Lust habt, Audible auszuprobieren, macht das für diesen Monat. Wenn ihr dann merkt, okay, ist doch nicht so meins, dann kündigt ihr das wieder und habt keinen Cent bezahlt. Das ist einfach, glaube ich, auch diese gefällt mir und zufrieden als Garantie, die Audible da gewährt. Wenn ihr Amazon Prime habt, dann habt ihr, glaube ich, sogar 3 Monate frei. Also ich versuche es meinem Freund gerade auch schon immer aufzudrängen. Aber der wollte noch nicht. Ich glaube, irgendwann habe ich ihn soweit. Jedenfalls hatte ich dieses Jahr
sehr positive Erfahrungen mit Audible gesammelt. Ich habe auch verschiedenste Genres ausprobiert, was das angeht. Also ich habe mir normale Romane angehört, ich habe mir Klassiker angehört, Sachbücher und nochmal zum Abschluss des Jahres eine vierbändige Fantasy-Reihe. Und ich muss sagen, bei Sachbüchern finde ich es extrem unoptimal, Hörbücher zu hören, weil ich mir nicht merken kann, was da gesagt wird. Ich möchte mir gern was anstreichen und müsste es dann nochmal lesen und mir mehr Notizen machen. Bei Romanen ist es okay, sollte aber nichts total Hochtrabendes sein. Allerdings habe ich auch relativ viele Klassiker gehört und auch da war das Memorieren der Information sehr viel einfacher. Vielleicht war ich da auch einfach aufmerksamer, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe ja zum Beispiel von Dostojewski der Idiot gehört, ich habe von Iwan Goncharov Ablomov gehört. Das war einer der ganz genialen Russen, muss ich euch sagen. Und zum Beispiel von Joseph Conrad Heart of Darkness, also Herz der Finsternis. Und auch das ein großartiges Hörbuch. Ich glaube, ich kann mich an diese drei Klassiker-Hörbücher extrem gut erinnern, vor allem an viele Details. Auch die Sprecher haben das so genial umgesetzt, dass ich einfach nur begeistert bin. Also 2019 werde ich mit Hörbüchern fortsetzen und euch einfach auf dem Laufenden halten, glaube ich, wenn mich da Hörbücher besonders begeistern. Ich glaube, den Ende meines Videos kann ich so ein bisschen mit meiner letzten Frage oder meinem letzten Thema verbinden. Und zwar, was für Bücher könnte man noch zum Jahresende lesen? Ich habe ehrlich gesagt dieses Jahr festgestellt und über mich gelernt, ich kann mir zum Beispiel nicht so einen Stapel hinlegen für den Monat und dann lese ich das konsequent. Ich kann mir so ein, zwei Bücher raussuchen, bei denen ich weiß, okay, die will ich auf jeden Fall jetzt lesen und alles andere wird dann aber ziemlich spontan entschieden. Also auch Bücherkäufe, die so mitten im Monat stattfinden, das sind dann auch die Bücher, die ich dann auch sofort lese, weil ich dann einfach Lust drauf habe auf ein bestimmtes Thema, auf einen bestimmten Autor. Das schiebe ich dann einfach dazwischen und dann kommen wieder die älteren Bücher dran. Also ich hoffe, dass ich da eine gesunde Mischung finde. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, was ich jetzt zum Ende des Jahres noch so großartig lesen soll. Aktuell bin ich gerade so ein bisschen in autobiografischem Schreiben drin. Das ist tatsächlich ein Werk. Das habe ich seit das Hardcover rausgekommen ist auf der Wunschliste und ich habe ganz bewusst auf das Taschenbuch gewartet und zwar von Ioma Mangold, das deutsche Krokodil. Ioma Mangold ist ja ein sehr berühmter Literaturkritiker, hat schon bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet, findet man immer wieder in verschiedensten Fernsehformaten wieder, die mit Literatur zu tun haben. Für mich ein grundsympathischer Mensch und hier in diesem autobiografischen Werk reflektiert er so ein wenig, wie seine kulturelle Prägung als Kind war, wie es ist als Kind einer schlesischen Mutter und eines nigerianischen Vaters aufzuwachsen, ob er viele Erfahrungen mit Rassismus und Ähnlichem gemacht hat in seiner Kindheit und dann auch später und wie es war, eigentlich ohne Vater aufzuwachsen und wie es dann war, als er wieder auftauchte. Und ich bin jetzt, glaube ich, auf Seite 100 und bin schon sehr begeistert von diesem schönen Humor, der da drin steckt. Also da steckt eigentlich auch alles drin, was ich an Ioma Mangold auch in seinen Fernsehpräsenzen immer schon sehr schätze und deshalb wird das, glaube ich, noch ein sehr großartiges Leseerlebnis. Aber ansonsten bin mir nicht sicher, was das Jahr noch so bringen wird. Es nicht mehr so viele Tage. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, ist es so unmittelbar kurz vor Weihnachten. Wer weiß, wahrscheinlich habe ich dann spontan Lust auf irgendeines der Bücher, die ich dann geschenkt bekommen habe, weil dieses Jahr habe ich mir tatsächlich unfassbar viel gewünscht. Ich merke gerade, dass ich mir für dieses Video überhaupt kein passendes Schlusswort überlegt habe oder was jetzt mein Resümee aus dem Ganzen ist. Wie gesagt, ich hatte ein großartiges Lesejahr. Ich brenne darauf zu erfahren, wie euer Lesejahr war. Seid ihr mit allem zufrieden? Habt ihr tolle Sachen entdeckt? Was sind eure Lieblingsbücher vielleicht bisher? Also zu meinen Lieblingsfavoriten wird auf jeden Fall auch noch ein Video folgen. Ich weiß noch nicht, ob ich diesmal ein reines Klassiker-Video mache oder das so ein bisschen gemischt halte, weil ich durchaus 2018 sehr viel Gegenwartsliteratur auch dabei hatte, die mich extrem überzeugt hat. Also über ein bisschen was habe ich ja gerade schon gesprochen und das wird vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher folgen. Genauso bekommt ihr auch zum Jahresanfang noch eine ausführlichere Lesestatistik. Also für alle Zahlenfreunde wird es da wieder was geben. Ich hoffe aber auch, dass euch dieses Video hier gefallen hat, wo ich so ein bisschen freier darüber gesprochen habe, was mich thematisch so bewegt hat, was ich mir so vorgenommen habe, was jetzt im Endeffekt passiert ist. Ihr merkt vielleicht, mir geht es gerade sehr gut. Ich freue mich auch auf Weihnachten. Je nachdem, wann ihr das so seht, wünsche ich euch natürlich sehr schöne Festtage. Ansonsten lasst das Jahr 2018 irgendwie besinnlich und in Ruhe ausklingen. Ich hoffe, ihr habt wenig Stress und könnt euch ein wenig erholen, zumindest ein wenig. Ich kann das zum Glück, weil ich jetzt auch Urlaub habe. Das war auch, glaube ich, mal dringend nötig. Ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2019. Ich hoffe, wir können wieder in den Austausch treten. Also lasst in den Kommentaren alles raus, was ihr wollt, was euch dieses Lesejahr beschäftigt hat und was unbedingt noch gesagt werden sollte. Mir bleibt, glaube ich, nur zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin eine wunderschöne Lesewoche. Tschüss!